Wissen ist Macht. Und mein Lehrer fügte immer dazu, und wer nichts weiß, hat nichts gemacht. Da hatte er bei mir oft recht. Aber nicht, weil ich nichts wissen wollte, sondern weil ich zu faul war. Es ist ja anstrengend, sich Wissen anzueignen. Das Problem ist aber das Problem mit der Macht. Macht hätte man schon gerne, aber möglichst ohne, dass man was wissen muss. Also unter Macht verstehe ich jetzt nicht gleich Bundeskanzler werden, aber zum Beispiel in seinem Freundeskreis, dass man da ein bisschen der Chefdirigent ist. Vor allen Dingen auch in der Beziehung, dass man da das Sagen hat. Wenn es heute immer wieder erwähnt wird, wie sehr die Frauen unter der körperlichen Macht der Männer leiden, dann ist das wichtig, das anzusprechen. Alle 3 Tage eine Frau, die von ihrem eigenen Mann umgebracht wird, das ist eine Macht, die muss ausgerottet werden. Aber das Interessante ist, diese Macht habe ich immer abgelehnt. Wenn jemand mich so weit bringt, dass ich körperliche Macht einsetzen möchte, dass ich darüber nachdenke, dann hat er was hammermäßig falsch gemacht. Denn vor mir brauchst du keine Angst haben, dass ich körperliche Gewalt anwende. Da darfst du dir sicher sein. Als Jugendlicher bin ich da 1, 2, 3 Mal ausgerastet, in der Zeit, als ich psychisch krank war. Aber genau diese Erlebnisse erinnern mich daran, was eine psychische Krankheit auslösen kann. Das hat etwas mit Unzurechnungsfähigkeit zu tun. Ich war damals tatsächlich nicht 100% zurechnungsfähig. Wenn jemand es übertrieben hätte, mit dem ich schlecht behandeln, da war aber eigentlich die einzige Ausnahme, wenn jemand sich das Recht rausgenommen hat, dass wir ja normalerweise umgekehrt haben. Der Mann ist besoffen, schlägt dann die Frau. Der Gutmensch Steinbrecher, der Hobbyphilosoph, der hatte das umgekehrte Problem. Die Freundin hat sich besoffen und alle haben es gemerkt, dass sie besoffen ist, nur er hat es nicht gemerkt. Tatsächlich war so. Und wenn er es dann mal gemerkt hat und gemerkt hat, dass sie in ihrem Suff Mist erzählt hat, dann hat er sich so unendlich ohnmächtig gefühlt. Ich liebe eine Frau, die an und für sich super ist, wenn sie nichts getrunken hat, dass ich dann tatsächlich, sei es 2-mal, vielleicht auch 3-mal in meinem ganzen Leben, mal zugelangt habe. Aber harmlos, also mehr ein moralischer als ein schmerzhafter Touch. Und immer wieder sofort wieder zurück zur Kontrolle. Außer bei den 1, 2 Frauen, die dann tatsächlich angefangen haben, mit mir zu raufen. Weil der Steinbrecher wirklich der Held vom Zelt war, der sich nicht mal richtig gewehrt hat, so wie er sich hätte wehren können, wenn dann die Frau sich auf sowas eingelassen hat. Der eigentlich nur vom Frust geleitet war. Und weit weg davon, Gewalt auszuüben. Allerdings habe ich mich sehr früh natürlich damit beschäftigt, wir können ja immer nur die körperliche Gewalt verfolgen, juristisch,
politisch. Und das auch nur im öffentlichen Raum. In der eigenen Wohnung geht da nichts, null, nothing. Jede Privatwohnung ist, das muss man klipp und klar aussprechen, das muss allen bewusst sein, rechtsfreier Raum. Bist du da mal? Ich hätte heute die Polizei holen müssen, weil mir fürchterlich die Gewalt angetan wurde. Seit meinem Vater in den 50er Jahren das erste Mal wieder richtig heftige Gewalt. Weil ich Angst habe, dort zurückzukehren. Ich müsste in das Frauenhaus für Männer. Der Mann ist unzurechnungsfähig. Deswegen muss ich auch damit rechnen, dass er, ohne es zu wollen, mich umbringt. Das ist nicht auszuschließen. Es ist nicht so wahrscheinlich, aber es ist eben bei einem unzurechnungsfähigen Menschen grundsätzlich nicht auszuschließen. Und das ist mir ein Spiel auf Messers Schneide, das ich nicht riskieren möchte. Ich möchte sicher sein, dass ich, wenn ich sterbe, dann nicht durch die sinnlose Tat eines Menschen, der nicht weiß, was er tut, dem ich das dann auch noch verzeihe, weil ich eben weiß, dass er nicht weiß, was er tut. Es sind ja schon zwei Lebenspartnerinnen von mir getötet worden, von Männern, die nicht wussten, was sie tun. Und denen habe ich das auch verziehen. Und spätestens jetzt merkt ihr, wes Geistes Kind ich bin. Ich rede 3 Wochen lang mit einer Frau, die vergewaltigt worden ist, damit ich mit ihr das Erlebnis verarbeiten kann, damit sie dann vor das Gericht treten kann und kann eine falsche Aussage machen, damit der Angeklagte zumindest milder bestraft wird, indem sie die schlimmsten Sachen, die er gemacht hat, eben nicht aussagt. Und im anderen Fall habe ich einen Brief, der bewiesen hätte, dass jemand seine Schwägerin umgebracht hat, absichtlich. Kein Totschlag, kein Verkehrsunfall sowieso nicht, sondern geplanter Mord. Und ich habe den Brief heute noch. Vor Gericht habe ich weder den Brief erwähnt, noch irgendwas in diese Richtung ausgesagt, was den Inhalt des Briefes betrifft. Das Gericht war sich sicher, hat sie absichtlich bei einem Verkehrsunfall umgebracht, indem er so gefahren ist, dass nur auf ihrer Seite was passieren konnte und passieren musste. Da war die Mauer. Und jetzt höre ich euch alle sagen, der Mann hat wirklich nicht alle. Verliert seine Freundin durch einen Mord und vor Gericht wartet der Richter nur drauf, dass er die Beweisstücke auspackt, aber er weigert sich. Ich erzähle das nicht, weil ich hier den Helden spielen will, um Gottes Willen. Ich bin nicht der Held, ich bin der Vollidiot, der größte Vollidiot, der rumläuft. Und ihr werdet mir recht geben. Nein, ich erzähle das, damit dieser Vollidiot, der solche Sachen macht, sich am Ende seines Lebens nicht noch anhören muss. Du tickst genauso, wie wir ticken. Du hast schon immer so getickt, wie wir ticken. Das ist alles nur Show. Nein, ist es nicht. Aber mittlerweile viel Angst und Verzweiflung.